Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs 2. Wir sind hier an der Golden Gate Bridge, die unser lieber Markus Pierce ein bisschen verschönert hat. Und ihr werdet euch jetzt bestimmt denken, hä, was, willkommen zurück bei Watch Dogs 2. Warum denn das? Da hat auch die Kampagne durch. Ja, die Kampagne haben wir durch, aber wir haben noch, schöne DLC-Missionen vor uns. Die möchte ich natürlich auch gerne durchspielen, weil der Season Pass war im Angebot wegen der E3. Der war von 40 Euro auf 20 Euro reduziert. Und da habe ich mir gedacht, ja, da kannst du doch mal zuschlagen. Die DLCs, die würden mich schon interessieren. Boah, das sieht jetzt geil aus. Da unten mit den Wellen, ne? Hier so, da. Oh. Sieht schon echt geil aus. Ja, Performance hat sich nichts geändert, ist weder besser noch schlechter geworden. Spiel läuft hier ganz normal, ohne Probleme. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Ich musste mich jetzt erstmal vor der Aufnahme noch schnell informieren, was denn jetzt überhaupt zu was gehört. Denn wir haben jetzt ein paar neue Missionen, und zwar DLC Operation Automata, dann der Zodiac Killer, Moskauer Variante schlechte Medizin und ätzender Fortschritt. Ja, alle DLC-Missionen, bis auf die hier, die gehören zu dem menschliche Bedingungen DLC, und da das in der Reihenfolge, in der chronologischen Reihenfolge, der zweite DLC ist. Der erste DLC ist ja dieses T-Bone Pack, wo ich jetzt noch nicht wirklich geguckt habe, was da jetzt alles drin war, weil das sind eigentlich nur so kosmetische Sachen, die interessieren mich jetzt nicht so sehr. Ja, mich interessieren jetzt eigentlich nur hier die Story-Missionen, und ja. Das hier ist dann der dritte DLC, und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Automata. Dazu müssen wir uns mit Wrench auf dem Dach treffen. Wir tun mal die Mission als verfolgt markieren, gucken mal auf die Karte, wo müssen wir denn hier hin? Ach ja, es werden hier übrigens auch die PS4-Symbole angezeigt, aber nein, ich spiele nicht auf der PS4. Ich spiele hier, wie man sieht, auf dem PC. Ne, immer noch, hat sich nichts dran geändert. Ich habe zwar eine PS4 hier, aber warum sollte ich mir das Spiel für die PS4 kaufen? Das macht überhaupt keinen Sinn. ja, ich habe einfach nur den PS4-Controller hier angeschlossen. Das ist viel besser. Ich habe zwar noch einen anderen Controller da, aber ich finde den hier über Funk viel besser. Wir machen mal eine Schnellreise. Oh, das ging. Das war jetzt aber echt eine Schnellreise. Leck mich am Arsch. Weil ich wollte jetzt nicht da irgendwie random ein Auto klauen, weil. Ja, nicht, dass wir Polizei kriegen. Wir holen uns lieber hier mal. Wir holen uns das Moped da vorne. So, das können wir klauen. Das juckt niemanden. Da stört sich niemand. Oh, 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 oh. Es ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Übrigens, die Golden Gate Bridge, die Verschönerung, die war. Das war die letzte Mission von dieser wie gemalt Nebenmission, wo man diese Graffiti sprühen muss. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das irgendwie aufgenommen, aber ich habe halt gedacht, man macht die fertig und naja, dann ist halt fertig, aber naja, der Markus, der musste da schon ein bisschen auf der Kacke hauen. Wo muss man da hin überhaupt, ey? So, ja, aufs Dach hat er ja gesagt. Motorrad fährt da einfach irgendwie weiter. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich hab noch überhaupt nichts angeguckt von dem Ding. Ich weiß nur, dass ein alter Charakter aus Ding vorkommen wird, aus Watch Dogs 1, ja, und zwar Aiden Pierce. Beziehungsweise Markus Pierce, ne? Ich fand das Outfit so cool, deswegen habe ich das einfach mal mir gegönnt. Ich habe auch die ganzen Kleider gekauft. Ich habe noch offscreen ein bisschen natürlich weitergespielt, nachdem ich mit der Ding fertig war, mit der Story. Und da habe ich mir die ganzen Kleidung gekauft, weil ich so viel Geld hatte und ich wusste, wohin damit. Die Autos, die sind ja eigentlich auch so für den Arsch, die braucht man ja eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich mir einfach die Kleidung gekauft. Die ist zwar genauso für den Arsch, die brauche ich nicht, aber ja. Ist ja eben seine Sache, ne? Ich sage jetzt gerade, es ist alles für den Arsch, das braucht man nicht. Es ist natürlich eben seine Sache. Ich lege jetzt nicht so viel Wert auf die kosmetischen Dinge. Ich lege viel mehr Wert hier auf neue Missionen. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Wie gesagt, ich habe noch nichts angeguckt. Ich habe noch nichts, mich noch nicht gespoilert. Ich bin hier absolut blind, also bitte Nachsicht haben, wenn es nicht beim ersten Mal klappen sollte. So, wir starten die Mission. Es geht los. Oh, neue Mission. Ich freue mich. Yo, Wrench. Wo bist du, Mann? Yo, bist spät dran, Marky Mark. So sehe ich die Sticheleien und das dezent sexuelle Klistern auch, Mark. Ach, das tut weh. Ich dachte, wir wären sexuell schon viel offener. Marcus,
Da ist was, was ich dir zeigen will. Auf meinem Laptop, Mann. Was bist du? Hast du... Ich? Hast du... setz dich. Und mach dich bereit. Für die fantastische, elektrisierende und fast komplett den Verstand raubende Nudel-Keynote. Dann mal los. Ihr habt uns gesagt, selbstfahrende Autos sind echt cool. Aber wir waren stets stolz darauf, immer nur das Beste zu liefern. Was haltet ihr von einem Auto, das euch kennt, weiß, wer ihr seid? Die Art Sicherheit, das ist die euch nur die Biometrie geben kann. Der Schlüssel seid ihr. Dann am Morgen wollt ihr Kaffee trinken und Zeitung lesen, während es euch sicher zur Arbeit fährt. Es merkt sich eure Vorlieben und speichert sie direkt in eurem biometrischen Profil. Diejenigen von euch, die das CTOS-Versicherungsprogramm buchen, erhalten einen Fahrerrabatt, automatisch. Und Zugang zu Schnellfahrspuren. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Tut es nicht. Weil wir bei Nudel nicht auf die Zukunft warten, wir bauen sie. Also wollen die auch noch biometrische Daten mit dem CTOS-Überwachungssystem nutzen? Ja, denn was könnte da schon schieflaufen, oder? Wir wissen doch alle, wie altruistisch CTOS ist, oder? Oh, und Versicherungsunternehmen. Und dass sie nie, nie unsere biometrischen Daten für ihre Zwecke missbrauchen würden. Ja, aus reiner Nächstenliebe und all dem Scheiß. Etwas ist faul im Staate Dänemark. Vielleicht, sollten sich ein paar mutige Wächter darum kümmern. Vielleicht. Soll vielleicht noch ein cooles Auto klauen? Autos klauen macht immer Spaß. Ja. Bin dabei. Ja, und damit herzlich willkommen zu Grand Theft Auto Watch Dogs 2. Yo, Marcus. Setara, was hast du für mich? Tja, zum Glück fährst du gern Auto. Offenbar ist der leitende Ingenieur vom biometrischen Autoprojekt treuer Kunde von Driver SF. Wirklich? Sicher. Und ich habe gerade ein Skript geschrieben, das seine Fahrtanfragen zu dir umleitet. Cool. Nur die besten für DedSec. Check dann die Driver SF-App auf deinem Handy. Ja. Ach ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Wrench feiere. Ich feiere den Typen einfach so geil. Das ist so ein geiler Charakter, echt. Ich feiere den einfach, was die jetzt so wieder für Scheiße gelabert haben. Das ist einfach toll. So. Da vorne haben wir Geld. Okay, gut. Wir sollen auf den Driver SF gucken. That's a gap. Gucken wir hier mal. Ja, Mission wird verfolgt. Alles klar. Driver SF. Wo ist denn das? Ja. Nudel-Ingenieur-Mission. Johnny, wo bist du? Nein, Johnny, tu's nicht. Oh, mein fucking Gott. Ja. Fahrt starten. Okay. Alles klar, jetzt bauen wir nur noch ein Auto. Besorge dir dieses Fahrzeug, um den Ingenieur abzuholen. Jetzt müssen wir auch noch ein extra Auto holen, oder was? Ey, ich glaube, ich spinne hier richtig. Ey, was ist denn da los? Na gut, ist zum Glück nicht weit weg. Wir laufen da mal kurz hin. Ne? Wir sind ja sportlich. Na, Markus hat ja hier die Infinite-Ausdauer. Hier direkt durchs Gemüse durch. Alles kein Problem für unseren Helden. Jo, das ist aber jetzt ein bisschen tief gewesen. Aber haben wir gemeistert ohne Probleme. Nice. So, was haben wir denn da? Ja, das hätte ich mir auch naja. Gut. So, einsteigen. Also, ich muss ihn überreden, uns zu seinem Büro zu bringen, stimmt's? Ja, aber wir haben schon einen Plan. Haben wir. Ray, bist du mit von der Partie? Tja, wie Ranch gesagt hat, Autos klauen macht immer Spaß. Der Plan ist, das Handy von dem Typen zu hacken. Genau. Wir lösen den Alarm an seinem Handy aus. Der warnt, dass ein Computer im Büro gehackt wird. Dann flippt er aus und wird schnellstens zur Arbeit wollen. Aber wir werden seinen Computer nicht hacken. Das müssen wir gar nicht. Genau. Er muss einfach nur glauben, dass er gehackt wird. Gefällt mir. Alles, was du tun musst, ist ihn ablenken, damit wir sein Handy hacken können. Alles klar, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Erstmal hier hinfahren. Oh, hier schön vorsichtig, ne, dass hier noch was passiert.
Rum, rum, rum. Das Auto ist ein bisschen kaputt gegangen. Das macht hoffentlich nichts. Moin. Na, also, alles fresh bei dir. Wo soll's denn hingehen? Heißes Date heute Abend? Meine Freundin hat gerade Schluss gemacht. Wie kriege ich den Kerl bloß zum Reden? Was war das? Ich hab's nicht verstanden. Ach, sorry, bin nur etwas nervös. Das ist alles. Das ist die erste Fahrt, die ich seit langem mache. Hab schlechte Erfahrungen gemacht und eine Pause gebraucht. Ja, kann mir vorstellen, dass man viel Scheiß sieht, wenn man Leute herumfährt. Was ist passiert? Auch, ja, Mann. Allen möglichen Scheiß. Zuletzt waren da ein paar Besoffene, die sich wegen irgendeiner Art Auto, an dem sie gerade arbeiten, in die Haare gekriegt haben. Oh, für dieses Wüstenfestival? Ja, also die zwei schreien irgendwas über LEDs und Animatronik und Sand und auf welchen Drogen die Leute sein müssen, um ihr Kunstauto anzusehen. Im Ernst? Die meinten, auf welchen Drogen die Leute sein müssten? Um das Erlebnis auf die richtige Art Halluzinationen zuzuschneiden, oder was? Ja, genau das. Dann schlägt der eine Typ plötzlich den anderen. Mitten auf die Fresse. Was? Das Blut spritzt überall hin. Und da jammert der, der zugeschlagen hat, er hätte sich die Knöchel gebrochen. Scheiße. Ja, oder? Also fahre ich am Ende zur nächsten Notaufnahme. Und jetzt kommt's. Ja? Beide wollen mich umarmen, als ich sie absetze. Wow. Oh, sorry, mein Alarm ist losgegangen. Das muss ich checken. Mist! Mist, Mist, Mist! Wir müssen die Richtung ändern, Kumpel. Tut mir leid, aber ich muss zur Arbeit. Kein Problem. Hab das Ziel in der App aktualisiert. Okay, kein Problem. Wir bringen sie hin. Jo. Ups. Ja, kein Problem Scheiße. Hier. Scheiße! Jemand dringt in den Sicherheitsbereich ein. Fuck! Einmal bin ich nicht im Büro. Ja, es ist doch immer dasselbe. Ich kann nicht glauben, dass das jetzt passiert. Wir haben Deadlines, krasse Deadlines. Mann, so ein Scheiß. Ja, kriegen wir hin, kein Problem. Kein Problemski. Ah, noch ich hasse dieses Projekt. Wieso habe ich bloß die Leitung übernommen? Können hier noch ein bisschen Speed geht's geben? Etwas schneller? Ich versuch's. Scheiße. Wow, ich darf hier nicht wieder irgendwie Leute überfahren mit so einem Marsch. Könnte ich mir vorstellen. Ging es etwas schneller? Ich versuch's ja. Ich hab's echt eilig. Schon okay, wenn du zu schnell fährst. Schneller bitte. Ja, ja, wir sind noch ich da. Ich hab's gleich. So. Du rettest mir den Arsch, Mann. Ich geb dir eine 5-Sterne-Bewertung in der App. Ja, nice. Kein Problem. Ist schließlich mein Job. Du bist der Beste. Auto ist auch repariert, ja. Hier, das ist ein Ingenieur, ey. Der repariert Auto während der Fahrt. Das ist echt repariert, geil. Handschuhfach geplündert. Ja, wir sitzen einfach in einem neuen Auto. Gut, Mission abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. So. Ja, ja, jetzt rastet man nicht aus, nur weil ich auf der Straße fahre. Und hier sind wir bei Coda Print. Also dann. Ja, jetzt geht das aus irgendeinem Grund wieder nicht, dann halt nicht. So, wohin denn jetzt? Der Zegap. Automata. Mission wird verfolgt. Auf Karte anzeigen. Ach, da hinten müssen wir hin. Am liebsten würde ich die jetzt überfahren, aber ich habe keinen Bock auf Stress mit den Bullen. Nicht während wir hier Mission machen. Yo, yo, das Auto schwimmt hier aber ganz schön heute. So, den können wir aber abziehen. Das funktioniert gut. Arschloch! Ey, Digga, Alter, halt's Maul. Was hab ich dir getan? Das gibt's aber hier auf die Fresse. Bleibt der jetzt liegen? Kann ich jetzt die Mission starten? Dankeschön. Dann mal los. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich habe an dich geglaubt. Nicht so, als wenn wir das nicht getan hätten.
Ja, ich glaube total an Marcus. Ich glaube auch an Marcus. Wow, Leute, ich bin echt geschmeichelt. Es bedeutet mir so viel, euch das sagen zu hören. Ich wollte damit nicht irgendwas andeuten. Ich bin umgeben von Clowns. Aber du liebst uns. Naja, vielleicht Josh und Marcus. Autsch. Schon gut. Ist etwas früh, um in unserer jungen Beziehung Worte wie Liebe zu gebrauchen. Was dir Zeit? Ich muss man denn schätze hin? Männer, die Geduld haben. Tja, dieser geduldige Mann muss noch arbeiten. Was ist denn hier? Hallo? Hä? Ach, haben wir hier ein EMP oder was? L1 durchbrechen? Ah, Störsender, okay. Stimmt, wir können ja mal hier so ein Ding machen. Bin ich irgendwie auch nie drauf gekommen auf die Idee. Ey, was ist denn das? Boden ist einfach mal das Tor offen. Ja gut, der kriegt jetzt gleich Besuch von der Polizei. So, ich tue das Ding hier mal entlocken, weil ich nicht weiß, ob das Tor jetzt wieder zugeht oder nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das Tor schon mal frei. Da haben wir auch noch Ruhe. Position 1033, Anweisungen folgen. Ja. Sag hier, oh, der wird gerade festgenommen, oder was? Es wird sehr viel einfacher, wenn sie stehen bleiben. Sie sind verhaftet. Ja, der wird festgenommen, geil, der wird jetzt verhaftet. Dein Gesicht, keine Ahnung. So, lalalalalala. Ich muss hier mal kurz durch und einen Sicherheitsschlüssel klauen. Vielen Dank für den Sicherheitsschlüssel. Ich weiß zwar nicht, für was wir den brauchen, aber ja. So, da sind wir wieder zurück, nachdem mein Spiel gefreezed ist. Ich weiß nicht genau, warum mein Spiel gefreezed ist. Ich vermute einfach mal, weil die NPCs aufeinander geschossen haben. Dadurch ist jemand gestorben und dann hat halt das Spiel so gesagt, okay, ja, jetzt stürze ich mal wieder ab, weil jemand gestorben ist. So. Alle Einheiten, 1029, haben Informationen zu einem bekannten Täter. Übermitteln jetzt die CTOS-Koordinaten. Den Typen lassen wir mal wieder verhaften, damit der weg ist. Jetzt müssen wir nur irgendwie wieder reinkommen. Diesmal macht uns leider niemand das Tor auf. Das ist schade. Oh, 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 nicht die Drohne entdecken. Und das wäre nicht so gut. So, Kamera, komm schon. Irgendwie müssen wir doch... Alles sicher. Ah, geht leider nicht. So, hier die Polizei nimmt den gerade fest. Das scheint aber rumzubacken aus irgendeinem Grund. Gut, so einfach kommen wir da nicht dran. Wir müssen irgendwie... Okay, jetzt ist die Tür wieder offen. Okay. Gut. Den Security-Typen hier, den knocken wir mal aus. Das ist einer weniger. So, dann brauchen wir unseren Jumper. So, diesmal kriegen wir es hoffentlich hin. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht nochmal ab oder so. Nein, 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 nein.